Hallo, sie ist eine der erfolgreichsten Thriller-Autorinnen der Zeit. Sie ist The Queen of Psycho-Thriller, super erfolgreich, Amazon Nummer 1 Bestseller-Autorin, mehrfach, und das mit gerade mal 4 Büchern. Und sie ist eine der ersten Menschen, mit denen ich mich auf YouTube unterhalten habe, damals noch in einem Gespräch mit Martin Christ und Chris Carden. Fans der ersten Stunde werden sich natürlich höchstwahrscheinlich nicht mehr daran erinnern, aber es gibt es tatsächlich irgendwie noch auf YouTube, wenn man das mal gucken möchte. Herzlich willkommen hier in der Buchblase, Saskia Calden. Wie geht's dir? Hallo, ich freue mich, dass ich hier bin. Ja, Schön, mir dass wir geht's uns mal wieder gut. sehen. Ja, Also schon eine Weile virtuell. her. Das ist eine Weile her, das stimmt. Jahre ist das. Ich weiß auch nicht mehr, wie lange. Ja, Jahre, Auf ja. jeden Ich Fall glaube schon etliche Jahre. 2018 oder so war das. Könnte schon kommen. 2018, glaube ich, war das, ja. Verrückt. Ja, du warst seitdem aktiv. Ich habe gerade schon gesagt, dreimal Nummer 1 Amazon Bestseller, richtig? Ja, richtig. Mit den Das letzten drei. heißt, bei 4 erschienenen Büchern bisher, eins wird in 2025 kommen, das ist schon angekündigt. Also, ich meine, das sind ja 3/4 deiner bisher erschienenen Bücher, sind Nummer 1 Bestseller geworden. Das ist eine Rate, von der so mancher wirklich nachts nur träumen kann. Stell dir mal vor, du hättest 40 Bücher geschrieben. Hättest jetzt 30. Nein, Quatsch. Und nur die ersten auf Platz 1 sind. Genau, ist ein faszinierendes Thema, weil wir sind hier in der Buchblase sehr oft, sprechen wir sehr oft über so Dinge wie schnell schreiben, viele Bücher rausbringen. Es ist auch so ein bisschen, wie sagt man, so Common Sense unter Self-Publishern, dass es durchaus seine Vorteile hat, mehrere Bücher pro Jahr rauszubringen. Das ist, ich meine, es liegt einiges auf der Hand. Du hast natürlich ein Publikum, das dich nicht vergisst, weil du bist halt präsent, wenn so alle 2, 3, 4 Monate ein neues Buch von dir rauskommt. Du hast mehr Bücher, ergo einfach erhöhst du auch die Chance auf Sichtbarkeit, auf dass ein Buch rauskommt. Ein bisschen Glücksspiel ist ja immer dabei, von dem man halt sagt, okay, und das interessiert jetzt die Leute plötzlich über alle Maßen und stürzen sich da drauf und dann kriegt man vielleicht auch noch den begehrten Bestseller in seinem Genre oder vielleicht sogar an der Gesamtwertung. Finde ich natürlich alles nur komplett lächerlich. Ich meine, Nummer eins, Bam, von allem. So, was willst du? Ja. Daher die Frage, die jetzt natürlich alle Zuschauer und Zuhörer interessiert. Wie hast du das gemacht? Was ist der Trick? Was ist die 10-Punkte-Liste, mit der man garantiert auf Platz 1 der Amazon-Bestsellerliste landet? Ja, ich sage mal, erstmal ein gutes Buch. Also das ist wirklich die Voraussetzung. Kann ich nur unterschreiben, absolut, ja. Also ich meine, was ist gut, da kann man jetzt auch wieder drüber streiten, aber zumindest ein Buch, das sehr viele begeistert, also wo viele, ja, wo den Nerv von der Masse trifft, sage ich jetzt mal. Das ist wahrscheinlich die Voraussetzung, was man ja auch nicht planen kann, aber man kann zumindest, wenn man sich viel mit dem Markt beschäftigt, dann kann man zumindest die Weichen stellen, dass man das auch einigermaßen hinbekommt. Und was natürlich auch für Erfolg notwendig ist, sage ich, ist das Marketing. Also vor allem am Anfang oder eben bevor das Buch erscheint, fange ich ja schon an. Und da muss man natürlich möglichst viele Leute erreichen und viele Leute, also bei mir ist es so, ich verteile mein Buch ja auch im Vorfeld schon an Blogger und wenn die dann begeistert sind von dem Buch, dann ist das ja auch so ein kleines Lauffeuer und das hilft dann einfach für den Start vom Buch. Also das ist wie Marketing, sage ich mal, es ist wie so ein Sprungbrett. Also man kann es nach oben schaffen, wenn das Marketing gut ist und dann kommt es aufs Buch drauf an. Wenn das Buch dann schlecht ist, dann fällt es wieder runter und wenn das Buch gut ist, dann bleibt oben. Ja, ich meine, sehr viel steigen kann es ja nach Platz 1 dann auch nicht mehr. Nice. Da zählt dann Aber nur das noch die heißt, Dauer. ja, die ist natürlich auch entscheidend, weil eine Stunde auf Platz 1 ist fein, dann kannst du mal einen Screenshot machen, aber Ja, ist halt auch nicht abendfüllend. wenn du schnell bist, ja. Das heißt, wie du jetzt Marketing darstellst, geht es da, das ist jetzt auch nicht überraschend, natürlich primär um Sichtbarkeit, speziell wenn man jetzt noch kein bekannter Autor ist. Wenn man schon ein bisschen bekannter ist und so ein paar clevere Weichen gestellt hat, zum Beispiel Newsletter oder anderweitig irgendeine Art und Weise, Social Media geht ja angeblich auch, um mit seinen
Stammlesern in Kontakt zu bleiben, dann ist das natürlich auch Marketing und dann ist das natürlich auch sinnvoll, weil man halt direkt bei Erscheinen des Buches oder wenn man es schlauer anstellt, sogar schon ein bisschen davor sagen kann, Leute, kommt ein neues Buch. Und das erzählst du halt Leuten, die sich schon per se für dich und dein Schaffen interessieren, wo das also auf einen fruchtbareren Boden fällt, als wenn du dich jetzt unten auf die Straße stellst und rumbrüllst, ich bin Autorin und demnächst erscheint mein neues Buch. Ich sehe dich jetzt auch nicht als eine Person, die sowas macht, aber jetzt mal im drastischen Vergleich. Das heißt, du hast eine Sichtbarkeit damit, im besten Fall, wenn das Marketing vernünftig ist, nur nützt das halt alles nicht viel, wenn man dann feststellt, okay, das Buch ist sichtbar, das Buch wird auch gekauft und dann wird es massenweise zurückgegeben oder es hagelt schlechte Rezensionen, weil einfach doch der Geschmack nicht getroffen wurde. Bin ich absolut bei dir. Und das rate ich auch zum Beispiel immer neueren Autorinnen und Autoren, weil du stehst wie vor so einer Wand aus tausend Sachen, die du angeblich machen musst. Marketing, Cover, Klappentext, Lektorat, Korrektorat. Aber am Anfang ist das wahnsinnig unübersichtlich und Social Media und alles Mögliche. Und einen Blog sollst du auch noch haben und dich in tausend Vereinen anmelden am besten und Newsletter. Und du stehst halt davor als Anfänger und weißt nicht, was davon ist wirklich wichtig für mich. Das ist auch immer ganz wichtig. Bloß weil Iron Flame ein TikTok-Phänomen ist, muss das nicht bedeuten, dass das bei dir auch so funktioniert, wenn du auf TikTok präsent bist. Weil zum Beispiel deine Zielgruppe auf TikTok nicht vorhanden ist oder sehr, sehr klein ist oder was auch immer. Und da sage ich immer, pass auf, weil das ist die absolute Grundlage, das gute Buch. Und bevor du dich mit irgendwas anderem befasst, schreib das Ding erstmal zu Ende und schreib es, weil es ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein direkt der Erstentwurf deines ersten Buches wirklich schon der Knaller ist, die ist relativ niedrig. Sagen wir mal so. Das heißt, dann geh in die logischen nächsten Schritte. Wenn etwas noch nicht top ist, was macht man? Überarbeitet es. So, und dann suchst du dir vielleicht mal fremde Hilfe, sprich ein Lektorat, wobei du auch sehr viel über Schreiben lernst. Weil wenn das eine gute Lektorin, ein guter Lektor ist, der sagt dir ja auch, warum er jetzt hier vorschlägt, dort die Landschaftsbeschreibung rauszukürzen oder sowas. Weil, und dann lernt man da unglaublich viel. Es ist auch ein viel schnellerer Weg, als jetzt 20 Ratgeber zu lesen. Das geht auch. Da stehen ja auch sinnvolle Sachen drin. Nur stehen halt nicht in allen Ratgebern nur sinnvolle Sachen drin, in meinen Augen. In vielen stehen auch Sachen drin, die gerade bei Anfängern dann so sklavisch aufgefasst werden, als wären das eiserne Regeln, die man nicht brechen darf. Das sind bestenfalls Empfehlungen und manchmal ist es gut, das zumindest zu wissen, gerade am Anfang, weil man vielleicht noch nicht so die Routine und das Gefühl hat. Aber das sind keinesfalls unveränderliche Regeln. Und insofern finde ich das absolut nicht ja, total bei dir. Stimmt das Produkt nicht, dann kannst du dich, weil dann wird Marketing auch sehr teuer. Das ist halt das Ding. Kleiner Ausflug vielleicht ganz kurz zu meiner Ansicht zu Amazon Ads, also das Amazon-eigenem Marketingprogramm oder wirklich Reklame-Anzeigenprogramm kann man ja sagen. Worüber wir in der Sendung, glaube ich, noch nie so wirklich gesprochen haben. Aber das Entscheidende bei Amazon ist meines Erachtens, und das ist eigentlich in jedem Geschäft so, ist Relevanz. Also wie relevant bist du für die Leser deiner Zielgruppe? Bist du einer, wo viele Leute sagen, von dem will ich Krimis, von dem will ich Fantasy, von dem will ich Science Fiction, was auch immer lesen? Oder bist du so der 120., an den man denkt, wenn man an das Thema denkt. Und das Schöne bei Amazon ist, du kannst ja unglaublich hinabnischen. Du musst nicht an der Spitze von Science Fiction stehen. Du kannst sagen, ich mache Science Fiction, das grundsätzlich auf fremden Welten spielt und eben nichts mit Militär zu tun hat und Raumschiffen, sondern eher so mit fremde, seltsame Welten oder dich auch halt auf irgendwas spezialisieren und dann in diesem Genre zunächst mal zu den Tonangebenden gehören. Und dann kannst du von da aus dann auch weiter aufsteigen. Dazu gehört aber auch, dass du deine Zielgruppe verstehst. Das ist der zweite Punkt, den du gesagt hast, also den Markt kennen. Ich finde es immer ein bisschen irreführend, weil das klingt so nach dem alten Thema in den Markt hineinschreiben. Sprich, du liest die letzten 10 Bestseller und schreibst dann so ein Best-of aus denen. Und dann Ja, hast du automatisch den nächsten Bestseller. Was hältst du davon? da fehlt ja auch das Alleinstellungsmerkmal. Also Naja, das eben. Buch muss ja schon was Besonderes haben, was da auf der einen Seite so, ja, was aufgreift, was schon viele aufgegriffen haben, aber trotzdem was anders macht. Also es muss irgendwas dabei sein, wo der Leser denkt, wow, so eine Story habe ich noch nie gelesen oder so eine
Ja, oder irgendwas muss ihn catchen, damit er einfach das Buch dann auch Ja. lesen will. Wenn es Abklatsch ist von vielen anderen Bestsellern, dann ja, das hat man mal ja versucht, eine Zeit lang also die Verlage haben das ja mal versucht, aber ich glaube, so erfolgreich war das dann auch nicht mit den ganzen MeToo-Titeln. Das weiß ich nicht. Ich habe so den Eindruck, zumindest, dass es zum Beispiel im Romance-Bereich Ja, stimmt auch tatsächlich schon, recht ja. erfolgreich ist und dass es da tatsächlich auch, also will jetzt niemandem zu nahe treten, aber mein ganz persönlicher Eindruck ist, dass Originalität dort nicht wirklich so eine große Rolle spielt. Ja, es kommt halt an. Da kenne ich mich nicht so Aber aus mit ich will mich Romance. jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ja, alle Thriller sind viel origineller als Innovativer. Romance. Das ist im Einzelfall so das Ding. Aber ich habe halt den Eindruck, auch schon gerade bei der verlagsmäßigen Covergestaltung wird da wirklich extremst schon fast so ein bisschen Abgekupfert. mit Verwechslungsgefahr gespielt, dass man sagt, eigentlich wollte ich das kaufen, aber das sieht ja genauso aus und es gefällt mir eigentlich auch ganz gut darauf, dass man so ein bisschen darauf hofft. Aber das ist jetzt alles sehr, sehr Gemunkel und vielleicht ist das Ja. auch nur mein Eindruck. Ich will da jetzt auch niemanden schlecht reden. Ich habe aber tatsächlich auch den Eindruck, dass gerade im Thriller-Bereich es auf die Mischung ankommt. Du willst einerseits wissen, worauf lasse ich mich ein? Ist das ein Genau. spannender Psychothriller? Ist es ein Krimi-Thriller? Ist es was ganz anderes? Ist es ein Wirtschaftsthriller, ein Politthriller, whatever? Das muss auf den ersten Blick klar werden. Da ist hilfreich das Cover zum Beispiel. Eben nicht Ja. der weltschönstes Cover, sondern der welthilfreichstes Cover, wo der Zielgruppe sofort klar wird, das ist mein Ding. Hier im Hintergrund habe ich das Pentagon, da explodieren irgendwelche Flugzeuge, Politthriller, einsamer Wolf, der da so vorne auf dem Cover ist, Jack Reacher-mäßig. Das ist mein Ding. Oder auch nicht. So. Ja. Und dann willst du aber. Also du willst dich in so ein, wie so ein gemachtes Bett reinlegen, wo du sagst, da fühle ich mich wohl, das ist genau mein Ding. Und dann aber dennoch noch überrascht werden. Du willst nicht Ja. irgendwie den Eindruck haben, Mensch, das kenne ich doch, das habe ich doch schon mal, habe ich das schon mal Schon 500 gelesen? Mal gelesen, ja. Und schlimmer noch das, ja, genau. Weißt du, was mich gecatcht hat an deinem Buch, an deinem letzten erschienenen, Die falsche Ja, sag's Patientin? mir. Der Klappentext. Ich finde den super. Darf ich ihn mal vorlesen? Ist das okay? Ja, ja, das ist Ich gut. Muss dazu mal hier ins Dokument gehen. Also, der Klappentext, Leute, geht so. Für alle, die jetzt irgendwie zu faul sind, das bei Amazon rauszusuchen. Die Journalistin Judith Lennart erwacht in einem Albtraum. Nach einem angeblichen Selbstmordversuch wurde sie unter falschem Namen in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen. Beharrlich unterstellt man ihr hier ein Leben, das nicht das ihre ist. Verzweifelt versucht sie, ihre Schwester zu erreichen, doch deren Nummer ist nicht vergeben. Keiner will ihr glauben und schon bald steht fest, sie kommt hier nie wieder raus. Okay. Und dann geht's weiter. Kommissarin Evelyn Holm, was übrigens deine Rheinheldin ist, kommen wir auch noch dazu, von der Mordkommission Freiburg wird zu einem Parkhaus gerufen. Eine Rechtsanwältin wurde mit 4 Messerstichen brutal getötet. Evelyns Team hat es mit einem undurchsichtigen Fall zu tun, bis die Spur zu einer gewissen Judith Lennart führt. Doch diese scheint spurlos verschwunden. Ich finde das klasse, weil zum Schluss der Klappentext wieder am Anfang rauskommt. Du wirst praktisch nochmal dran erinnert. Also du hast zwei Sachen, die sind für sich genommen okay, interessant, würde ich mal sagen, wo man so denkt, ja, könnten spannende Fälle sein, vorausgesetzt, das ist eine gute Autorin, die das auch gut erzählen kann. Aber der Witz an dem Klappentext ist, dass die dann zusammenhängen. Und das ist die, aber nicht auf so eine Weise, dass man jetzt in die Richtung denkt, okay, ist ein Serienkiller, der hat erst die eine und dann die andere Fall, also nicht Fall gelöst, aber da ist die einzige Frage noch, wie überführt die Polizei den? Weil wir wissen beim Thriller auch, gut, beim Psychothriller wissen wir es nicht immer, aber bei allem, was so ein bisschen Polizeiarbeit involviert und da deine Rheinheldin, diese Evelyn Holm, halt Polizistin ist, ist relativ klar, dass sie den Fall aufklären werden. Ob sie ihn jetzt ganz aufklären werden, ob der Täter tatsächlich die Gerechtigkeit zugeführt hat, das weiß man nicht so genau in diesem Genre. Wenn du jetzt einen Krimi hast, ist relativ klar auch, dass der Täter überführt wird. So, das gehört so ein bisschen zum guten Ton fast schon. Aber du weißt auch ein paar Dinge, wenn du schon ein paar Thriller gelesen hast, ohne dass die im Klappentext stehen. Und das ist auch wichtig, dass sowas da überhaupt nicht erst auftaucht, finde ich, weil sonst kommst du dir als Leser auch irgendwie verblödelt vor. Und es ist aber sofort implizit irgendwie klar, dass es halt nicht ein Serienkiller ist. Das hast du ja auch oft bei Thrillern, ich erfinde jetzt mal einen Thriller-Klappentext, den man tatsächlich so oder ähnlich schon öfter mal gelesen haben könnte.
irgendwie jemand wird gefunden in diesem und jenem Zustand, also irgendwie rituell hergerichtet auf irgendeine Art und Weise. Die Polizei hat einen Verdacht, der sich dann höchstwahrscheinlich als falsch herausstellen wird, und jagt einen super gerissenen. Und doch dann kommt so ein bisschen diese Ticking Clock, also im Sinne von, doch dann wird irgendwie noch Mordopfer gefunden oder jemand wird entführt und wird die Polizei es schaffen, den rechtzeitig zu finden. Und da weißt du halt auch schon, was kriege ich hier? Ich kriege einen Serienkiller, der gerissen ist, der gewisse Ritualmorde halt fabriziert und die Polizei an der Nase rumführt. Und das ist ja auch sehr angenehm. Das ist ja auch so ein Trope fast schon, ein Psychothriller. Und again, es ist nicht wichtig, den Psychothriller auf den Kopf zu stellen und zu sagen, es ist zwar ein Psychothriller, aber eigentlich ist es auch Science Fiction und Romance ist auch dabei und dann ist es aber eigentlich auch Fantasy. So, weil dann hast du gar keine Zielgruppe. Ja. Aber bei dir ist halt zum Beispiel klar, dass es das nicht ist. Und du fragst dich halt, okay, was ist es denn dann? Ist es vielleicht gar kein, in Anführungszeichen, Profikiller? Also ein Serienkiller ist natürlich kein professioneller Auftragskiller, aber der ist ja Profi, in Anführungszeichen, in dem, was er tut. Steckt vielleicht was ganz anderes dahinter? Oder was geht hier? Und wieso diese Nummer mit der Irrenanstalt, hätte ich beinahe gesagt. Wie heißt das? Klinik, ne? Psychiatrische Klinik. Psychiatrie. Ja, Psych Danke. Psychiatrie. Ja. Und das hat man vor langer, langer Zeit mal gesagt. Das ist auch überhaupt nicht fein, das Wort. Aber, und also ich persönlich fand den toll und wollte sofort wissen, was geht hier, warum ist sie da? Weil das ist ja auch eine interessante Frage, warum wird die nicht einfach umgebracht? Ne? Wenn die Ja. irgendwie zu viel weiß oder irgendwie mit Dorn im Auge ist, ja, dann ist das so der naheliegende Schluss. Also was soll die ganze Angelegenheit? Warum dieser Aufwand? Und das alles impliziert der Klappentext für mich und dann kommt er halt zum Schluss zurück zu diesem Anfang, wo du auch denkst, okay, dann wird die Polizei so nach und nach halt rauskriegen, okay, wir vermissen hier jemanden und der Leser weiß aber auch schon die ganze Zeit, wo diese Person ist. Nur die Person hat halt das implizite und ziemlich klare Problem, dass sie halt an dem Umstand nichts ändern kann, weil sie halt von der Bildfläche verschwunden wurde, in Anführungszeichen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts gespoilert, aber meines Nein. Erachtens geht das alles aus dem Klappentext hervor, Ja. wenn man so ein bisschen Ja. auch den Thriller als solches schon mal kennt. Ich habe es übrigens auch gelesen. Ich habe es in der falschen Reihenfolge gelesen, absichtlich, weil der Klappentext hat mich so gecatcht, da musste ich erst die falsche Patientin lesen, dann habe ich den Puppenwald gelesen. Und auch da will ich jetzt nichts spoilern, außer dass es wiederkehrende Figuren gibt, außer der Hauptakteurin und ihrem Team. Das ist ja eh klar, dass sie, weil es halt ist halt Teil einer Reihe. Aber es gibt tatsächlich auch eine relativ direkte Verknüpfung zwischen dem ersten und dem zweiten Fall. Also in meinem Fall war es dann praktisch mit der Zeitmaschine zurückgereist. Ist auch mal spannend, um zu gucken, wie kam es denn eigentlich zu der Geschichte. Ausgangssituation zu Anfang von Band 2? Genau, so habe ich das halt gelesen. Cool. Und das ist für mich, glaube ich, auch das Ding. Darum liest man Psychothriller, glaube ich, weil man halt immer so dieses, so mit ganz viel Fragezeichen das lesen will. Das ist So. ja das Könnte das Wichtigste das eigentlich. zu bedeuten haben oder so, ne? Sorry. Du Das ist ja auch hast. das Wichtigste, finde ich, beim Psychothriller. Also, dass es Ja. viel Fragen aufwirft, dass man wissen will, was steckt dahinter? Wie hängt das alles zusammen? Wer steckt dahinter? Das Ja. sind ja, also es ist ja nicht nur eine Frage. Ich habe das letztens so bei Facebook so ein Zitat gelesen, dass, ich glaube, das war, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber der hat gesagt, dass man beim Krimi eigentlich nur eine Frage stellen muss, die am Ende dann beantwortet werden muss. Und da dachte ich mir auch, naja, eigentlich. Also beim Krimi weiß ich nicht, vielleicht, aber beim Thriller oder auch wie ich es mache, also da müssen schon sehr viele Fragen aufgeworfen werden innerhalb des Romans. Also eine Frage alleine wäre mir jetzt zu wenig. Also ich glaube auch nicht, dass, wenn ich das richtig verstehe, geht es bei dem Krimi-Bild um die Frage, wer war's? Richtig? Grundsätzlich, ja. Das ist ja praktisch nochmal ein eigenes Genre, dieses Whodunit, wo man denn so Agatha Christie und sowas hineinversetzt. Aber das ist halt sehr, sehr oldschool. Und die meisten Krimis auch heutzutage haben ja durchaus auch Elemente vom Thriller bis hin zum Psychothriller, weil du dich eben nicht nur fragst, wer war's, sondern auch ganz wichtig, und warum? Und, das ist ja dann auch die nächste Stufe, kann ich für diese Person vielleicht also bringt der Autor mir das so empathisch rüber, dass ich die Person bis zum gewissen Punkt auch verstehen kann. Vielleicht, ne? Nicht in jedem Fall, aber dass ich halt
dass es nicht einfach nur wie so ein Cluedo-Spiel ist, wer war es mit dem Kronleuchter im Wohnzimmer, der Dr. Grün oder wie es heißt, und dann ist der Fall gelöst, hurra, sondern du willst ja auch wissen, was hat den Mensch zu diesen drastischen Schritten gebracht und ist das Opfer wirklich nur komplett ein Opfer oder ist da auch ein teilweise Selbstverdienst mit dran? Und auch das finde ich in einem guten Krimi. Wird dir nicht einfach zum Schluss an Latz geknallt, sondern du kriegst, genau wie auch in einem guten Psychothriller, du kriegst immer so ein kleines Stück, so ein Puzzleteilchen. Und dann geht's weiter. Und dann hast du ein Puzzleteilchen von da und eins von dort unten und du siehst noch nicht die Verbindung, aber du denkst dir, okay, hier kommt irgendein Bild, das könnte das sein. Und dann biegst du um die nächste Ecke, der nächste Twist und denkst, nee, es ist ein komplett anderes Bild, die Puzzleteile passen zwar rein, aber nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Okay, weiter, weiter, weiter. Und das ist die Kunst, von einer Frage zur nächsten zu führen. Und ich nö, dem würde ich nicht zustimmen. Das gibt ein Genre, da ist das so. Aber selbst bei Sherlock Holmes, was extrem oldschoolige Detektivgeschichte ist und trotzdem noch der Meister meines Erachtens, weil der eigentlich selbst für einen Psychothriller fast alles schon angelegt hat, zusammen mit Edgar Allan Poe. Was? Ja, Bitte? nichts. Nichts. Hast du mir gerade widersprochen? Nein. Darfst du gerne machen. Ist Nein, ja nur nein. meine Ja, Ansicht. ich hab von denen noch nichts gelesen. Ich sag da nichts dazu. Weder, du hast weder von Arthur Conan Doyle noch von Edgar Allan Poe was gelesen. Okay. Gut, das war ein Vor nettes meiner Zeit. Gespräch. Du, das war auch, ich weiß, ich bin sehr, sehr alt, und sehe es auch aus, aber das war Ja, du tatsächlich auch bist vor genauso alt wie meiner ich. Zeit. Ja, ich habe nachgeguckt, das stimmt. Zumindest vom Echt? Jahr her. Ja, Ach, bist es du auch ist korrekt. 77? Aber ich sehe aber halt deutlich älter aus. So, jetzt beerdigen wir das Thema bitte. Worauf ich hinaus wollte, ist, ich glaube, dass du mit einer Frage nicht den ganzen Roman antreiben kannst. Was Ja, du da aber bleibt der schon machen Leser auch nicht so kannst, lange dran, ja, was du aber denke schon ich. machen kannst, ist die spekulative Frage am Anfang des Romans, die Frage zu stellen, was wäre, wenn? Und daraus ergeben sich dann jede Menge konsequente Fragen. Aber Genau. also auf die Lösung dieser einen Frage hinzuarbeiten, ich weiß nicht, von wem das Zitat stammt, aber ich würde sagen, Bist du in meinen noch Augen ist das ziemlich auch Blödsinn. So. wahrscheinlich. Nein, Lee Child hat mit Sicherheit nicht solchen Mist erzählt. Aber danke, dass du auch in dieser Sendung das Thema Lee Child angesprochen hast. Finde ich Ähnlich, gut. Ja, danke schön. Also das ist auch eine der wenigen Male, dass der Gast das Thema anspricht. Sonst muss ich da immer. Ich kriege ja auch krieg Geld aber dafür, dass ich in Ledersendung Lee Child mindestens einmal erwähne. von dem habe ich auch noch nicht gelesen. Sag mal, liest du überhaupt Bücher, Saskia? Sehr wenig. Sehr okay, aber Ja. du schreibst relativ wenig. Da müssen wir auch noch mal. Seit Ich wann? schreibe weniger und ich lese weniger. Passt dir gut Okay. zusammen, oder? Nein, das ist doch okay. Du darfst doch auch noch ein anderes Leben außerhalb des Autorendaseins. Ich finde es nur super Ja, ich interessant, weil du bin. bist wirklich die erste Person, glaube ich, zumindest hier in der Buchblase und auch so von Leuten, die ich kenne aus der schreibenden Zunft, die wirklich sehr wenig schreibt, aber halt auch so einen Impact damit hat. Und das mit dem Lesen wusste ich bislang noch nicht. Darf ich fragen, warum? Also hast keinen Bock drauf oder gibt es einen Grund dafür? Also du musst dich nicht dafür rechtfertigen, aber mich würde mal interessieren, ob es einen Grund gibt dafür. Ja, also der Grund ist eigentlich, dass mich sehr wenige Thriller, also ich lese eigentlich nur Thriller, ich lese gar keinen anderen Bücher, also Sachbücher, aber das zählt jetzt nicht. Aber die meisten packen mich einfach nicht. Und ich habe keine Lust, da ein Buch nach dem anderen anzulesen, bis mich dann eins packt. Also wenn es mich packt, dann, ja, dann lese ich das gern und dann analysiere ich das von Grund auf Boden. Also da wird dann alles auseinandergenommen, warum mich das Buch fasziniert, was an dem Buch so toll ist. Also da analysiere ich dann eigentlich nur. Also für mich ist Lesen fast schon Arbeit. Fast, also Okay. eigentlich kein Spaß. Klingt nach einem sehr fröhlichen Leben, weißt du da Bescheid. Kann ich absolut nachvollziehen. Und habe ich auch eine recht lange Weile so gemacht. Und dann habe ich genau das festgestellt, dass mir Lesen irgendwann keinen Spaß mehr macht, weil es für mich Arbeit wird. Und dann habe ich gesagt, ach, scheiß drauf. Und habe mir diese Analyse und den ganzen Kram gespart und habe wieder zum Vergnügen gelesen. Was für mich den großen Vorteil hatte, dass ich zu einem meiner liebsten und ursprünglichsten Hobbys halt zurückgekehrt bin und zum Lesen. Offen gestanden muss ich sagen, heutzutage lese ich kaum noch ein Buch, wenn überhaupt dann E-Book.
Ansonsten Hörbücher. Das ist mein Go-To, weil ich sitze am Tag meine 5, 6 Stunden vorm PC, um zu schreiben, dann noch mal ein paar Stunden, um irgendwelchen Büro-Daddel-Mist zu machen. Da will Jetzt ich weiß ich, nicht. warum du so schnell bist beim Schreiben. Wieso? Ja, weil du 5 bis 6 Stunden am Tag schreibst. Ich schreibe Ja, bloß 2 Stunden oder so. Okay. Oder Ist halt mein eine. Job und da hätte ich wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen. Das ist total spannend. Ich will alles über deinen Prozess wissen. Ich finde das super spannend. Und dann gehe ich halt raus in der Freizeit und habe nicht Lust, nach dem Gucken auf dem Bildschirm noch auf ein Buch zu gucken, ob das jetzt E-Book oder auch ein Taschenbuch oder irgendwas ist, weil so die ständig irgendwas so 20 Zentimeter vor den Augen, ich habe ja schon Brille, reicht mir. Und dann packe ich mir halt schön Kopfhörer rein, gehe raus an die frische Luft. Das ist für mich super geile Freizeit. Und da tatsächlich ist es so, also mir fallen schon Dinge auch auf, lustigerweise, wenn ich mit anderen über Bücher spreche, im Sinne von, ja, das war cool und das war cool und stimmt, das war cool, weil, so, also analytisch. Aber ich gehe nicht mehr, muss ich sagen, her und nehme das auseinander, weil ich habe auch festgestellt, bei mir hat das so ein bisschen so einer fast schon Hybris geführt, dass mir halt dann irgendwann anfängt, bei Stephen King und Co. Sich über Adjektive aufzuregen, weil er halt in irgendeinem Ratgeber mal geschrieben hat, sollte man nicht verwenden, weißt du? Und dann sage ich, Alter, der Typ hat, weiß ich nicht, 300 Millionen Dollar auf dem Konto durch seine Bücher und ich komme her und erzähle ihm was von Kommasetzung. Ich glaube ja wohl nicht. Und deswegen habe ich das dann, also fand ich einfach dämlich von mir selbst, habe ich das gelassen. Und wie gesagt, wenn ich dann halt wirklich so hergehe und zum Beispiel den Plot eines Romans auseinandernehme, für mich geht dann was Wesentliches verloren, muss ich dir auch ehrlich sagen, weil der Roman ist deutlich mehr als der Plot. Hast ja vielleicht auch schon erfahren, stand in allen Zeitungen auf Seite 1, dass ich schon seit längerem überhaupt nicht mehr plotte. Und für mich ist der Roman selbst halt dann der Antrieb, weißt du, und deswegen würde es mir auch relativ wenig bringen, Romane nach dem Plot auseinanderzunehmen, weil das mittlerweile überhaupt nicht mehr meinem Schreiben entspricht. Ja, So. da geht es dir Wie ist denn anders das als bei, mir. wie ist das bei, wie ist das bei dir? Plottest du? Ich plotte sehr viel, ja. Also ich könnte das nicht so aus dem Bauch drauf losschreiben. Also mir wäre es recht, wenn ich das könnte, denn ich muss ja trotzdem die einzelnen Szenen, also ich plotte ja einen Szenenplan und ich muss ja trotzdem die einzelnen Szenen dann erleben. Und da passieren ja auch Sachen, die ich ja so nicht vorhergesehen habe. Also sonst war es nur im kleinen Rahmen, die verändern nicht den kompletten Plot. Aber da fällt es einem dann leichter, wenn man so Bauchschreiben gewöhnt ist, glaube ich, weil man dann sich mehr darauf einlassen kann. Und bei mir, ich brauche immer Fakten, um irgendwas zu schreiben. Vielleicht, weil ich auch aus der Werbung komme und Werbetexte schreibe, da brauche ich ja auch immer, also muss ich mir im Vorfeld die Fakten zusammen recherchieren, um daraus dann einen Text schreiben zu können. Und so ist bei mir beim Romanschreiben auch. Also wenn ich nicht weiß, was alles in der Szene genau passieren soll, dann stehe ich da und denke mir, oh, was mache ich jetzt? Also was passiert jetzt da? Keine Ahnung. Also das ist ganz schlimm und da gerate ich dann in Panik und das ist nicht gut. Das bringt natürlich auch nichts, weil dann Nein. kriegt man so die. Wenn du in die Szene reinschreibst, ohne zu wissen, was passiert, das ist ja praktisch eine fast unendliche Anzahl an Möglichkeiten, die du hast. Also im Ja. Rahmen deines Buches. Du wirst jetzt nicht mitten in deinem Krimi oder Thriller, wenn nicht plötzlich Außerirdische Irgendwo, erscheinen ja. und den Helden entführen. Es sei denn, es ist ein Krimi von Helge Schneider, muss man dazu sagen, da passiert das durchaus. Aber jetzt mal Echt, der außen schreibt vor, Krimis? wenn Nein, man das so nennen nein. möchte, der schreibt Ach auf jeden Fall so. Bücher. Ach echt? Und da Okay. kommt ein Kommissar drin vor und reden wir doch von was anderem. Ja. Ich finde die aber durchaus sehr lustig. Lustig, genau. Lustig finde ich Ja, sie. Aber das ich ist auch mag nicht einen Helge jedermanns Schneider Geschmack. nicht. Ist auch völlig okay. Müssen wir auch nicht vertiefen. Aber was ich damit sagen will, ist, du hast praktisch einen Vorrat, einen fast unbegrenzten Vorrat an Möglichkeiten, die passieren können. Und wie das so ist, wenn man vor der Entscheidung, also je mehr Optionen du bei einer Entscheidung hast, desto eher entscheidest du dich dafür, gar nichts zu tun. Und das äußert sich dann gegebenenfalls auch mal in Panik. So dass du halt du rennst im Geschäft, du wolltest ein paar Hosen kaufen, plötzlich hast du 30 Paar vor dir liegen und du denkst, nee, heute nicht. Und bist raus und hast keine einzige gekauft. Ja, du kennst mich gut. Nee, das habe ich, tatsächlich gibt es ein Buch dazu, Autor habe ich leider vergessen, kann ich auf Wunsch auch gerne verlinken, das nenne ich The Paradox of Choice. Also das Paradox der Wahl. Und da geht es genau darum, ob das wirklich sinnvoll ist, eine große Auswahl an Möglichkeiten anzubieten,
wenn der Kunde das im Grunde gar nicht will. Gerade Klamotten sind ein gutes Beispiel. Ich bin so ein Typ, ich kaufe halt irgendwas, wo ich gedacht habe, okay, das passt mir, fühle ich mich wohl. Dann kaufe ich das entweder gleich 10-mal oder ich will das dann immer, wenn das abgetragen ist, will ich dasselbe nochmal. Und ich hasse das, wenn Firmen alle Jahre irgendwie neue Produktmodelle rausballern, die kein Mensch braucht. Eine Jeans ist eine Jeans, Herrgott. So, und gerade so, und dann will ich eine Jeans. Und dann will ich die Jeans, die ich seit Jahrzehnten, die meine Ansprüche erfüllt und denen genügt, dann will ich einfach dieselbe Jeans nochmal, nochmal. Weil auch Kleidung für mich nichts ist, das Verstehe ich, ja. irgendwie, weißt du, ich will da Zeit sparen. Ich möchte in sowas keine Ja. Zeit investieren. Das ist mir einfach total Rille. So ein Quatsch. Aber egal. Ja, aber wie Cool. machst du das dann eigentlich so mit, wenn du jetzt Bauch schreibst? Also setzt du dich da hin und schreibst dann einfach los und schaust, was aus deinen Gedanken rauskommt? Oder, also du hast ja dann gar keinen Plan, wo es hingehen soll, oder? Du setzt dich Nö. einfach hin und schreibst los. Ja. Also es Krass. gibt schon, also ich habe ja mittlerweile fast nur noch Reihen. Das heißt, ich weiß, wer meine Hauptcharaktere sind. Also zum Beispiel, um mal beim Thema zu bleiben, auch bei deinem Thema, Ermittler. Ne? Du erfindest die ja nicht in jedem Roman neu. Du hast auch ein Gefühl dafür, wie reagieren die auf gewisse Situationen. Sind die eher abenteuerlustig, sind die eher konservativ und sagen, komm, Dienst nach Vorschrift und so wird es nicht gemacht und der andere sagt, ist mir egal, ich trete die Tür jetzt ein, whatever. Das heißt, da erfindest du nicht jedes Mal das Ding neu. Früher habe ich mir auch noch tatsächlich so ein bisschen über den jeweiligen Fall Gedanken gemacht. Das entwickelt sich jetzt auch komplett spontan. Was ich auf Krass. jeden Fall, also seit ich nicht mehr plotte, ich bin ja auch aus der Ecke gekommen, habe früher exzessiv geplottet, auch bis zu 50 Seiten war dann allein der, ne, nicht das Exposé, aber diese Szenenübersicht und so weiter, also Kapitel, Zusammenfassung und ja. Aber warum machst du das nicht mehr? Weil es mich angenervt hat ohne Ende und gelangweilt. Und weil ich finde, dass man ein Buch, man kann eine Grundidee kompakt ausdrücken, aber die Komplexität eines Buches, selbst in 50 Seiten, dann verliere ich auch wieder eine Übersicht. Ich kann in meinem Kopf keine 50 Seiten Szenenübersicht auswendig wissen. Und ich muss das auch nicht. Und dann mache ich es halt so. Es gibt so einen Trick, den habe ich auch mal in irgendeiner Sendung schon mal gesagt. Sage ich gerne nochmal, wenn sich jemand dafür interessiert. Weil, wie steigst du in die Szene ein? Du sitzt halt da, hast eine weiße Seite vor dir und du mal wieder hast halt dieses scheinbare Paradox of Choice, könntest 1000 Sachen schreiben. So. Womit Oder steige nix. ich? Oder gar nicht. Und das ist das Resultat, du schreibst gar nichts, genau. Ich steige dann ein mit einer Person an einem Ort und die Person hat einen irgendwie gearteten Bezug beziehungsweise eine Meinung über den Ort. Und damit geht's los. Jedes einzelne Kapitel startet auf diese Weise. Wenn du das mal guckst, nicht nur bei mir, bei fast jedem Buch. Weil ohne das kommst du nicht aus. Kann ich dir auch an So. deinem Buch zeigen. Genauso ist Echt? das. Na, das ist bei allen Nein. so. Doch, doch. Wie willst du denn eine Szene schreiben ohne eine Figur, die sich an Ja. irgendeinem Ort befindet? Ja, Und klar. weißt du wie? Und Ja. bei mir startet es halt so. Es heißt nicht, dass das Kapitel immer mit demselben Satz, also so, Klaus saß in der Kneipe und hasste es. Und das nächste Kapitel geht los mit Susi saß in Saß der in der Blockhütte Kneipe. und fand es gut. So, also so auch nicht. Aber das ist so mein Einstieg in die Szene, wo ich denke, okay, was machen wir? So, und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du versetzt die Figur an einen Ort, der aus irgendeinem Grund ist der Ort auch interessant. Kann man ja durchaus mit einem kurzen Absatz vor dem Susi saß in der Blockhütte und fand es super, vor dem Absatz durchaus einsteigen mit, Mit dem Wort. was weiß ich, Blockhütten gibt es seit 1740 und sie sind dafür bekannt, dass bla bla bla. Es ist jetzt nicht der eleganteste Einstieg, aber weißt, so. Und schon merkst du das auch nicht mehr. Und beim Lesen merkst du das auch safe nicht mehr. Aber ich kann dir sagen, in jeder deiner Kapitel oder fast bei fast jedem anderen Buch, jetzt nicht speziell bei dir nur, ist das so, dass es um irgendeine Figur geht, die an irgendeinem Ort ist. Und weil das triggert auch gleich wieder die nächsten Fragezeichen. Warum ist die Figur dort? Warum ist sie ausgerechnet an diesem Ort? Wieso hat der Ort eine Relevanz? Und das sind alle Sachen, über die ich dann beim Schreiben nachdenke. Und dann fangen die Figuren an zu reden, dann interagieren die mit anderen Figuren, dann ergeben sich Dialoge und die deuten dann auch in neue Richtungen. Und so schreibe ich den. Die Idee ist einfach, den Roman so zu schreiben, wie ein Leser den liest. Und dasselbe Level an Spannung damit zu generieren. Weil wenn ich als Autor nicht weiß, was auf der nächsten Seite steht, kann es der Leser ja auch nicht wissen. Und da bin ich einfach mit dem Plotten irgendwann an meine Grenzen gestoßen, dass ich. Und ich finde es auch einfach umständlich und
zeitaufwendig. Ich bin mittlerweile auf dem Standpunkt, wenn ich eine Sache mache, dann mache ich die genau in diesem Moment zu 100%. Und wenn ich irgendwas vorbereite, denke ich ja mindestens dreimal drüber nach über dieselbe Sache. Ich denke in Vorbereitung drüber nach, ich denke drüber nach, während ich sie tue. Und nachher denke ich noch drüber nach, ob ich sie gut oder schlecht gemacht habe, weil ich einen Abgleich brauche zu dem Plan, den ich vorher hatte. Und ich lasse praktisch das weg und habe nur noch das, gehe her und in dem Moment schreibe ich zu 100% und da gibt es ja auch nichts abzugleichen, weil ich habe ja keinen Plan, wo ich dann sehe, das war gut oder schlecht. So ein bisschen, ja, das geht auch. Man kann auch umswitchen. Also es war auch eine kurze Eingewöhnungsphase. Ich habe mich da so ein bisschen rangetastet, irgendeine Story genommen, wo ich plotmäßig schon so ein bisschen den Anfang hatte, bin da auch nicht komplett ins kalte Wasser gesprungen vom Hardcore-Plotter zum ich schreibe jetzt nur noch komplett ins Blaue, aber es war eigentlich ein relativ kurzer Übergang und dann hat das auch gut funktioniert. Aber wie gesagt, das ist ja das Schöne an unserem Geschäft. Jeder macht es ein bisschen anders und das bringt die Vielfalt und das und man kann dann auch gegenseitig so wahnsinnig viel lernen, dass man halt einfach sagt, du bei dem und dem Buch habe ich jetzt mit den Figuren nicht so 100% mitgelitten, aber der Twist am Ende oder überhaupt so diese spannende Handlung, das hat es mehr als ausgeglichen. Das war halt super krass on the point. Manche Leute brauchen da halt einfach so ein Adlerblick drauf, um das vorzubereiten, um auch zu wissen, okay, da ist hier der Red Herring und da kommt dann der Twist und so und andere machen es halt anders. Okay, du hast uns aber immer noch nicht deinen 10-Punkte-Plan zum garantierten Bestseller erklärt. Wie war Den das bei dir? Punkt. Also du hast gesagt, Markt beachten. Da bin ich absolut dabei. Nicht unbedingt den Markt schreiben, aber wissen, wer sind deine Zielleser und was haben die für Erwartungen, die du Genau. nicht nur erfüllst, sondern übererfüllst. Da bin ich auch absolut bei dir und nehme nur einfach das, Leute, ihr kriegt, was ihr wollt und dann noch on top etwas, womit ihr nicht gerechnet habt. Das ist ein ziemlich gutes Rezept, klingt einfach, ist aber schwer zu machen. Gerade bei einem Angebot, wie wir es derzeit haben, wo du halt, oh, ich lese mal kurz rein, paar langweilig nächstes. So hat ja vor 50 Jahren kein Mensch auf dem Buchmarkt agiert. Du hast hier einen Thriller im Buchladen gekauft und dann warst du damit erstmal glücklich. Na, hat sie auch deutlich weniger Vergleich. Also ist aber auch zu 100% wahr, glaube ich. Wenn man das so, Es wenn man das ist hinkriegt, bist du auf einem guten Weg. ja auch Definitiv. der Grund, warum ich so langsam schreibe. Weil ich halt einfach Erklär. wirklich, ja, ich muss ja auch wirklich, ich bin ja auch sehr perfektionistisch. Also bin nicht so einfach zufriedenzustellen mit meinen eigenen Ideen. Also ich suche und suche und suche und brauche immer was Besseres und was anderes. Und es dauert sehr lang, bis ich zufrieden bin. Also bis ich. Ja, ich brauche dann nur einen Twist und dann brauche ich noch einen Twist und dann brauche ich da noch was und da noch was. Also ich brauche immer irgendwie was, wo ich dann selber sage, also wo ich mich dann selber auch beim Plotten überrasche und weiß, okay, das könnte wirklich gut werden. Und darum wundert mich es ja auch so, dass andere dann so schnell schreiben und so schnell veröffentlichen, also wirklich so alle 3 Monate oder sowas. Weil die müssen ja die Ideen, also die müssen ja sprudeln vor Ideen eigentlich, also vor so außergewöhnlichen Ideen, also welche, die was jetzt nicht zu 0815 sind, sondern ja, also das, ich würde das auch gerne können, so dass ich so viele Also, Pro Ideen produzieren kann auf so schnelle Zeit. ja. Also, du, ehrlich, an Ideen mangelt es mir wirklich nie. Frage ist Warum halt, ob die schon? gut sind, ob die dann gut sind. Ja, das weiß man vorher nie. Nee, das stimmt. Also, für mich ist auch ehrlich ganz viel so Bauchgefühl. Irgendwie merke ich dann beim Schreiben, ähnlich wie du es beim Plotten wahrscheinlich auch merkst, das geht Ja. in die richtige Richtung, das könnte gut werden oder das. Oh, das wird jetzt langweilig. Und für mich ist so eine Messlatte auch, deswegen lese ich auch so viel. Oder andersrum, das funktioniert, weil ich viel lese. Ich lese nicht deshalb viel, aber weil ich viel lese, funktioniert das. Sobald ich merke, das habe ich schon mal irgendwo gelesen, so ähnlich, das kenne ich von irgendwo her, dann heißt das nicht, dass ich das sofort abbreche. Aber wenn ich schon in die Richtung gehe, dann stelle ich es mindestens auf den Kopf. Dann sage ich, also der Autor von dem Buch hat in einer ähnlichen Situation diesen Twist gebracht, der war sehr cool, aber das war definitiv nicht mein Twist. Ich gehe vielleicht weiter in die Situation rein, aber ich biege dann wieder ganz woanders ab. Weil dann würde es mich wieder selbst langweilen. Und wenn ich mich langweile, fabriziere ich miserable Arbeit. Bis gar keine. Also das ist für mich so ein Ding, wie du jetzt zum Beispiel sagst, du, wenn ich nicht wenigstens weiß, wo ich mich so ein bisschen lang orientiere, mache ich zu. Das ist genau derselbe Punkt bei mir, wenn ich merke, ich langweile mich. Ich schreibe ein Buch, das
mir selbst nichts gibt und das im Endeffekt mehr oder weniger die Kopie von irgendwas Bestehendem ist, da muss man halt unterscheiden. Also gerade im Fantasy zum Beispiel, habe ich mich bewusst dafür entschieden, gewisse Klischees des Fantasies, da einzubauen. Also Zwerge kennt man, Elfen kennt man, Menschen, irgendwelche Monstren, das sind jetzt alles keine Drachen, gibt es Gottlob bislang noch nicht in dieser Welt. Wer weiß, also vielleicht auch noch, will es Ja. komplett ausschließen, aber die gehen mir total auf den Nerv gerade, Drachen. Romans-Leserinnen werden vielleicht das nachvollziehen können. Aber und Ich bei mir hat auch. auch kein Mensch Sex mit Drachen, by the way, weil ich finde das minimal unrealistisch, aber ist auch egal jetzt. Der Punkt ist, wenn ich diese Dinge einbaue, dann weiß ich, dass Fantasy-Leser, dem musst du nicht erklären, was ein Elf ist, was ein Zwerg ist. Das ist in deren, also die Ja, Stammleser von die Fantasy, kennen sich die da aus, wissen ja. das. Wieder auch im Thriller, da wird keiner überrascht sein, dass es dann einen Mord gibt und das nicht sofort klar ist, wer es war oder so. Also ich meine, es gibt so gewisse Grundvoraussetzungen, da finde ich es einfach schlau, sich dran zu halten. Das meine ich mit dem gemachten Bett, in das man sich gern reinlegt. Und dann on top von dem überlege ich mir dann so Sachen wie, wozu gibt es eigentlich noch eine Menschheit in einer Welt, wo die Elfen alles besser können, viel länger leben, viel schöner sind und bla. Also wie funktioniert das denn? Und daraus schaffe ich dann einfach aus der Zwangsläufigkeit solcher Fragen wieder Elfen, die sehr speziell für meine Geschichten sind. Ne? Aber basically sind das trotzdem Elfen und die haben auch spitze Ohren, weil ich das überhaupt nicht schlimm finde, weil ich nicht auf der Welt bin, um das Fantasy-Genre komplett auf den Kopf zu drehen. Weil ich glaube, das funktioniert auch nicht. Wenn ich Fantasy lesen will, dann will ich auch, also da müssen jetzt keine Elfen drin vorkommen, aber wenn da weder Magie, noch Magier, noch Zwerge, noch Elfen oder Drachen oder irgendwelche lustigen Reisen durch Wälder und Dungeons drin vorkommen, dann frage ich mich irgendwann, wieso ist das jetzt Fantasy? Weil dann irgendwann alle Merkmale fehlen, dass es überhaupt Fantasy ist. Selbe ist mit Krimi oder Thriller, das war jetzt nur so zum Beispiel halt, ne? Ja. Und Ja. das ist schwierig, also zwischen, ich rutsche einfach in schon gefahrene Wege rein, was man nicht möchte, glaube ich. Und ich nutze einfach Vereinbarungen, so Grundvereinbarungen des Genres, die klar sind. Das ist nicht immer so einfach, das zu trennen. Ja, man konnte ja auch nutzen, um zu brechen. Also, Genau, so das mache ein ich auch Krimi gerne. oder Thriller ist ja auch oft so, dass man mit den Erwartungen der Leser spielt. Dass man Ja. die eine bestimmte Erwartung schickt und dann kommt es doch ganz anders. Ja. Das ist auch der Trick. Und das ist aber auch nicht so ganz trivial, weil du hast ja immer auch so Leser von in verschiedenen Leveln. Der eine, da ist Ja. dein Buch, dessen dritter Thriller, der sagt sich, oh mein Gott, ein Twist jagt den nächsten. Der andere hat schon 300 Thriller gelesen, der sagt sich, okay, das Ding habe ich ein bisschen kommen sehen, aber es war dann doch anders, als ich dachte oder so. Und du musst die ja alle irgendwie abholen. Oder es wäre gut, die alle abzuholen. Das heißt, du willst den Thriller-Einsteiger nicht komplett überfordern. Mit und dann sagt er, das ist ja eine vollkommen unrealistische Story, das haut ja Ja, alles überhaupt nicht hin. an den Haaren herbeigezogen und Genau, absurd. wobei das auch so Sätze sind, die, glaube ich, jeder Ja. Thriller-Autor ever, inklusive dem Sebastian Fitzek zum Beispiel auch, Ja. da stehen hat. Und nochmal, liebe Leute, das ist nicht der Punkt. Fühlt ihr Das euch ist gut nicht unterhalten, ja Realität. oder nein? Genau. Es ist Ja. keine Reportage und kein Dokumentarfilm. Kriegt das mal in eure Wäre Schädel. extrem langweilig, ja. Genau, also Sie gerade wollen es ja, auf der einen Seite Polizeiarbeit. wollen Sie es nicht langweilig haben und dann soll es aber total realistisch sein. Also es funktioniert einfach nicht. Naja, ich glaube, manche Leute verbreiten sich auch einfach gern. Die einen machen dann Ja. Buchblase-Podcasts auf und die anderen schreiben halt Rezis bei Amazon. Es ist Ja. eben so. Okay. Aber da stimme ich mit dir absolut überein. Aber davon abgesehen, hast du sonst noch irgendwelche Tricks, ein Hexenwerk, irgendwelche. Hast du zum Beispiel mal einen Ratgeber gelesen, überhaupt übers Schreiben oder übers Vermarkten, Ja, irgendwas? fast alle. Also Okay, wirklich, wirklich okay, viele. dann Auch weiß ich, warum du keine deinen. Zeit hast zum Roman. Auch meinen? Oh, das ehrt mich, Ja. Dankeschön. Den hast Cool. du mir mal geschickt. Das weiß ich schon gar nicht mehr. So, Hey. siehst du, tut mir leid. Ja, Aber den ich habe habe ich ja, aber das war gelesen. wahrscheinlich, wir haben mal Bücher getauscht, könnte ich mir vorstellen, weil ich Ja, habe ja genau. deinen stillen Feind auch schon ein paar Jährchen. Dann muss das zu der Zeit Da gewesen war sein, das, cool. ja. Genau. Na cool. Ja, ich lese wirklich viele Schreiben. Also jetzt vielleicht nicht mehr so viele, aber die letzten Jahre habe ich wirklich sehr, sehr viele Schreibratgeber gelesen. Viele in mich aufgesaugt. Man vergisst ja das dann alles wieder, aber ich glaube, so ein bisschen im Unterbewusstsein bleibt dann doch einiges hängen, weil es gibt ja auch
wirklich manche Stellen, wo man sich denkt, ah, das wusste ich so noch gar nicht. Und Ja. ja, das nimmt man dann automatisch so mit auf in sein Ich glaube auch, Repertoire. bei Ratgebern überhaupt oder Sachbüchern, Ja. wenn man, es gibt so Dinge, die resonieren mit einem, die bleiben halt hängen und andere nicht. Und deswegen bin ich auch großer Fan davon, dasselbe Buch, also jetzt Ratgeber, manchmal mache ich es auch mit Belletristik, aber vor allem Ratgeber und Sachbücher, einfach mehrfach zu lesen, im Abstand mehrerer Jahre. Weil plötzlich resoniert dann was ganz anderes, was man vorher noch überhaupt nicht kapiert hat. Und ich sage mal so, wenn man in einem Sachbuch einen einzigen Satz gefunden hat, der irgendwas in einem geändert hat, dann hat es sich ja schon gelohnt, das Geld dafür Genau. auszugeben. Wer kann denn bitte, man denkt dann, ja, komm, das Ding hat 300 Seiten, ich will hier mindestens 30 neue Erkenntnisse draus ziehen, eher 100. De, Mir so, so reicht auch funktioniert eine. das, so funktioniert das Hirn nicht. Wenn das ganze Buch dich halbwegs unterhalten hat und eine Sache drin war, wo du sagtest, ah, wo so ein Aha-Moment war, hat sich das schon Ja, gelohnt. Frage genau. an die Profi-Bestseller-Autorin. Welche drei Bücher fallen dir drei spontan ein oder die du sagst, das ist meine persönliche Empfehlung? Also, Speziell so ein bisschen ausgerichtet auf Einsteiger, würde ich sagen. Also die jetzt noch nicht so lange im Schreiben dabei sind. der erste Schreibratgeber, den ich gelesen habe, war von, ja, von wem weiß ich jetzt nicht mehr, einen verdammt guten Roman schreiben, oder wie heißt Das er? James Ja, N. Fry ist das. genau, du kennst dich aus, ja. Genau, das war der erste und der war für mich auch so ein Game Changer. Also ich Ja. habe davor einen Roman geschrieben und den hat dann eine ja, Übersetzerin hat den gelesen und die hat mir den um die Ohren gehauen. Und dann hat sie gesagt, ja, lies mal Schreibratgeber und dann habe ich den von den Frey gelesen. Ja. Und da, ja, der hat mir schon sehr viele Augen geöffnet. Da habe ich dann auch Ja. den nächsten, was ich geschrieben habe, den habe ich auch für ganz anders angefangen. Und da war es dann auch so, dass ich mit Plotten angefangen habe. Und Ja. welcher mir noch gefallen hat, war von der Elizabeth George, Wort für Wort, heißt der, glaube ich. Den fand Ja. ich auch gut. Ja. Der war auch einer von den ersten, die ich gelesen habe. Also welcher mir gar nicht gefallen hat, war der von Stephen King. Obwohl der sehr gelobt wird, warum auch immer, ich verstehe es nicht. Ich finde, das ist weniger also als Schreibratgeber im Sinne Eine von Biografie oder so, deswegen. erstens, die erste Hälfte ist ja komplett auch nur die Biografie und das zweite, ich würde es eher sagen, meine Ansichten zum Schreiben. Tatsächlich finde ich da viel Wertvolles drin, aber ich glaube, das ist wirklich Advanced Level. Also das Ding zu lesen, um mit dem Schreiben anzufangen, weil im Endeffekt ist die Botschaft, ja, das packst du schon. So, und das ist Ja. manchmal reicht es nicht. Manchmal ist es genau der sinnvolle Ratschlag und manchmal ist das halt ein bisschen zu wenig. Er hat durchaus sinnvolle Bilder auch. Also gerade diese Arbeiter im Keller, was so ein bisschen das Unterbewusstsein beschreibt, wo Ideen herkommen. Das ist ein Ding, wenn man sich zum Beispiel dafür interessiert, wie man ohne Ja, es ist Plot schreibt, interessant, aber es ist jetzt wenn man nichts das zum speziell Lernen oder möchte. so. Ja. Ja, kommt Aber da auf scheiden sich die ja die Herangehensweise an. Geister bei Klar. dem Also, Schreibratgeber. wie gesagt, ich meine, hätte den jetzt nicht Stephen King geschrieben, wäre der auch nicht so Ja, wahrscheinlich, gehypt. ja. Ich fand es eine angenehme Lektüre und manchmal reicht es ja auch schon, wie gesagt, ein Satz in dem ganzen Buch, wenn es dich ein bisschen bestätigt, im Ja. Sinne von, du bist nicht der einzige Idiot, dem das Plotten auf den Nerv geht. Es gab auch noch andere, wie zum Beispiel Stephen King. Also das ist manchmal reicht das auch schon, dass du denkst, okay, Ja. und der hat es auch auf die Weise gemacht, also bin ich jetzt nicht komplett der einzige Depp. Und Aber ja. man muss auch dazu sagen, den habe ich auch sehr spät gelesen. Also da habe ich schon etliche Schreibratgeber davor gelesen und deswegen war das für mich alles gar nichts Neues. Und ja, es war sehr einfach Ja. gehalten alles, habe ich empfunden. Aber Ja, ja, wie du sagst, ich definitiv. meine, jeder zieht was anderes draus und es kommt auch darauf an, welchen Level er gerade ist und das liest, dann ist das für ihn alles neu. Für den anderen ist vielleicht nichts Neues mehr. Das ist ja auch, das kann Ja. man auch schwer. Aber was ich auch noch, also welches Buch ich auch noch gut gefunden habe, war die Stilfibel von, weißt du, wer das geschrieben hat? Saul Stein Rainer, oder so? nein, der hat dann eben das, nein, nein, nicht das soll sein. Rainer, ich weiß nicht, aber Guck's mal Stilfibel. auf Amazon nach. Mir Ja, sagt es auch Stilfibel nichts. hat das geheißen. Also es ist dann danach, Stilfibel. Okay. ja, es ist, da geht es eigentlich um, um Nach Stilistik Schreibstil. wahrscheinlich. Okay. Genau. Also da geht es um das, dass man kein Beamtendeutsch schreiben soll. Und also es ist wie so ein Workshop eigentlich in dem Buch. Okay. Also das habe ich ja auch ganz am Anfang gelesen. Also das waren jetzt wirklich die für Anfänger, sag ich jetzt mal, die Cool. Buchtipps. Ja, also die haben wir, also die hat mir sehr viel gebracht. Da gab es ja dann von dem
Schneider, ich weiß mal nicht, wie die Autoren heißen, von dem Schneider des Autoren für Profis. Das war ja eigentlich eine Zusammenfassung von der Stilfibel. Hast du auch nicht gelesen? Nö. Kennst du nicht? Okay. Nee. Das merkt man, wenn man meine Bücher liest, dann checkt man auch, dass ich von Ziel keine Ahnung habe. Und das ist jetzt der Grund. Ja. Nee, kenne ich tatsächlich nicht. Cool. Also wieder was gelernt. Hier im Buchblase Podcast habt ihr es zuerst gehört. Checkt das mal aus. Also Stilfibel findet man bestimmt, wenn man das googelt oder auf Das ist Amazon ein mal sehr altes Buch, aber eingibt. ich habe es gut Das gefunden. hat ja nichts. Also ich meine, die Nein. Kunst des Schreibens oder des Geschichtenerzählens vielmehr. Glaube ich tatsächlich das älteste Gewerbe der Welt, nicht das andere, was andere immer denken. Oder eins der ältesten, sagen wir mal so. Ich bin jetzt auch kein Historiker. Das heißt, auch Sachen, die sich vor 2000 Jahren Leute zum Thema überlegt haben, sind nicht einfach hinfällig. Kann man sich auch mal reinziehen. Das ist selbst so Basics wie griechisches Drama und so. Wenn man verstanden hat, warum die das so und so gestrickt haben und der Meinung waren, dass es da einen Formalismus geben muss, das bringt einen unter Umständen auch weiter. Kommt halt darauf an, wo man gerade ist und ob man das jetzt in dem Moment gebrauchen kann. Informationen gibt es auf jeden Fall genug. Wir haben mal ein bisschen von deinen gehört. Nun hast du ja beträchtlichen Erfolg erzielt, bislang schon. Seit wann schreibst du, wann ist eigentlich das erste von diesen vier Büchern, über die wir hier die ganze Zeit sprechen, rausgekommen? Wann war das? 2017 war das. Das war der Stille Feind. Den habe ich ja selbst Ja. rausgebracht. Also Ja. der ist im Self-Publishing rausgekommen und die anderen drei, also mit der Rachsüchtigen, das war das zweite, da bin ich dann zu Amazon Publishing gewechselt. Also dem Ja. Verlag von Amazon. Genau. Ja, und das sind die zwei letzten auch erschienen. Und die nächsten Genau. werden auch dort erscheinen. Das ist erstmal sehr schön für dich. Das ist in Edition M, ne? Das ist so ein Imprint Ja, von genau. Amazon Publishing, genau. Ich Genau. habe ja auch ein Buch bei Amazon Publishing. In der Edition Montlake Romance. Das ist das, was ich als unter einem weiblichen Pseudonym geschrieben habe. Chicklet. Ist lustig. Also ich fand es lustig. Und Amazon fand es auch ein bisschen lustig. Und dann haben sie es halt, es war mein erster Buchvertrag tatsächlich. Als Ina Straubing. Also wenn man mich so sieht, würde Ach man auch so, denken, klar, das ist passt der ja. Originalname. Genau. Ist ja ein Münchner Stadtteil eigentlich auch. Und ja. Das war auch lustig, weil ich irgendwie in die Absicht eher hatte, mich ein bisschen über das Genre nicht lustig zu machen. Aber sowas Ähnliches vielleicht. Und Amazon und auch viele der Leser haben das nicht so aufgefasst und haben dann gesagt, ja, dann machen wir das. Es war aber auch das Einzige, wo ich wollte dann auch unter Ina Straubing nicht noch weiter. Es war halt mal so ein Experiment, fand ich lustig und fand ich interessant, dass Amazon darauf aufmerksam wurde. Und damit habe ich mir wahrscheinlich auch lebenslang den Zutritt für weiteres Na, Amazon Helene. Publishing. Na, Naja, das glaube ich glaube nicht. ich nicht. Ach, das. Ich, ach nö, ich habe ja meins, für mich ist das ja so, wie es läuft, alles sehr schön. Ja. Ich muss aber sagen, die Zusammenarbeit war auch sehr interessant. Du merkst, das ist halt kein traditioneller Verlag, die operieren anders. In einer mir deutlich näher stehenden Art und Weise. Ich habe ja auch mit dem Elias Haller zum Beispiel viel gesprochen, der ist ja auch auf Edition M und Amazon Publishing und auch ein sehr, sehr erfolgreicher Autor da, noch ein paar anderen. Das ist halt, ich glaube, wenn man fein damit ist, ein paar Sachen abzugeben, weil das spart einem ja auch Zeit und Nerven und Energie und man gibt es an Leute ab, die halt den Markt auch kennen. Wenn ich mir allein die Cover angucke, was da manche Verlage raushauen, wo man denkt, Zielgruppe komplett ignoriert, weil hier wieder Kunstpreis gewinnen wollen mit dem Cover, das ist aber halt dann für die Zielgruppe total nichtssagend. Sowas passiert bei Amazon in der Regel nicht. Die sind halt einfach fit in dem Bereich. Aber genug jetzt mit Amazon-Lobhudelei. Du bist sehr erfolgreich gewesen bislang schon. Hast du überhaupt noch Ziele? Oder ist es für dich nur noch so ein Game, der nächste Roman muss bitte noch eine Woche länger auf Platz 1 bleiben? Oder Ja. wie sieht die Zukunft für dich aus? Die geplante. Also, Wissen tut ja, man es ja nicht. geplant, das ist wieder die Frage, weil ich muss jetzt erstmal zwei Romane nur fertig schreiben, die jetzt geplant sind. Und ich meine, natürlich träume auch ich irgendwie mal von der Spiegel-Bestsellerliste, die im Moment ja Warum? weit entfernt ist. Warum? Ja, warum? Weil eigentlich aus dem Grund, es ist eigentlich so eher so Autoren-Ego betrifft es. Also, Okay, es du ist bist ja legit. auch zum Verlag gegangen, also du kannst es wahrscheinlich nachempfinden, warum. Aber nicht wegen der Spiegel-Bestsellerliste. Warum Die bist hat du mich noch zum nie Verlag interessiert. gegangen? Weil ich der Meinung war, ich möchte meine Bücher auch einem Publikum zugänglich machen, die aus irgendwelchen Gründen nicht auf Nur Amazon, E-Books.
Also hauptsächlich E-Books oder Amazon geprintete Taschenbücher lesen, die sagen, ich verachte den Konzern oder was auch immer. Und die halt, also die typischen Buchladenkunden, die wollte ich erreichen, Ja. weil ich glaube, denen auch was bieten zu können. Und das haben wir ja auch ein paar Bücher lang gemacht, ich glaube 8 Bücher lang gemacht. Tatsächlich war ich als Co-Autor auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste, aber nicht ich, sondern Ja. Michael Zokros. Ich habe das Buch ja mitgeschrieben. Das ist schön. Das tatsächlich gibt es auch ab und zu mal eine schöne Mark auf dem Konto. Das, ja, ich muss auch von irgendwas leben und möchte auch vom Schreiben weiterhin leben. Deswegen schätze ich das schon auch sehr. Schätze auch das, die Zusammenarbeit mit Michael Zokos und den ausgesprochen fairen Konditionen, die ich da bei ihm bekommen habe. Das war super. Aber für mich persönlich ist das, ist die Spiegel-Bestsellerliste nicht wirklich so viel wert, weil du kannst, für mich, das einzige Kriterium für mich in finanzieller Hinsicht ist, dass ich weiter allein vom Schreiben leben kann. Und wie ich das mache und über welchen Distributor und so, das, ich mag auch da in diesen Entscheidungen frei zu sein. Ich habe gemerkt, das mit dem Verlag tat mir nicht gut, weil ehrlich, Agentur und Verlag, die hatten ein Thema, Spiegel-Bestsellerliste. Wenn wir erst da drauf sind, dann bla bla bla. Ja, und dann rede ich mit Spiegel-Bestseller-Autoren und die sagen, ja, nee, also ich schaffe schon so ein Buch pro Jahr, muss mich aber ranhalten, weil ich habe halt auch noch einen Hauptjob. Und da sage ich Ja, mir, das sorry, da frage bin ich ich mich besser auch. dran. Ja. Dann, Ja. sei Spiegel-Bestseller-Autor, sei dir auch gegönnt oder so, kein Neid. Und hinzu kommt auch ehrlich, dass die Spiegel-Bestsellerliste, die verdient diese Bezeichnung meines Erachtens nicht, weil es ist eine kurierte Liste, da wird auch gern mal was rausgestrichen. Ob das denn gerechtfertigt ist oder nicht, das sei dahingestellt. Ich mag auch keine rechtspopulistische Literatur empfohlen kriegen. Aber wenn sich das Buch so unsagbar gut verkauft und das Ding Bestsellerliste heißt, muss es da eigentlich auftauchen. Ansonsten könnte man draufschreiben, Spiegel empfiehlt. Und jetzt kommt das Ding. Ja. Da würde es aber kein Mensch mehr kaufen. Ja. Leute wollen das, was alle wollen. Das ist im Marketing auch kein neuer Effekt. Und deswegen steht da Bestsellerliste drauf. Und ich finde das ein bisschen fadenscheinig. Ich ganz Ja, persönlich. So. da Und hast da. du recht. Also das habe ich auch schon gehört. Also dass wenn man auf der Spiegel-Bestsellerliste ist, heißt es eigentlich nicht wirklich, dass man wahnsinnig viele Bücher verkauft hat, sondern man hat jetzt eigentlich, sage ich jetzt mal, in einer Woche sehr viele Bücher verkauft. Aber muss auch nicht wahnsinnig viel sein, da reichen manchmal schon 2000 Stück und dann steht Kommt man auf den drauf. Monat Also, und die Konkurrenz an, was gerade los ist, ja. genau. Aber meine Erfahrung ist halt einfach, dass ich bin ja bei Amazon, das heißt, ich werde nur auf Amazon veröffentlicht mit E-Books, also da laufen mir fast nur die E-Books, man tauscht Bücher auch, aber das ist jetzt im vierstelligen Bereich, aber nicht wirklich, ist ja dann nicht wirklich viel. So, und die Leser, wenn ich da sage, ja, ich veröffentliche oder ich schreibe, ich bin Autor und ich erzähle es denen dann und die sagen, ja, bei welchem Verlag bist du? Dann sage ich, ja, Amazon Publishing, Edition M, ja, kenne ich nicht. Und so, ja, die veröffentlichen bei Amazon, die wollen das dann wissen, die veröffentlichen, ach so, du machst Ja, Self-Publishing. das wissen viele Nein, nicht, sorry. eigentlich nicht, aber die sehen mich alle als Self-Publisher. Und Und ist das das, schlimm? ja, weil die Leute, also es gibt ja viele gute Self-Publisher, sag ich, aber es gibt viele Leute, die sagen, Self-Publishing ist alles schlecht. Also, wenn ich sage, ja, ich bin nicht in Buchhandlungen, ja, weil Self-Publisher sind auch zu schlecht, um im Buchhandel zu sein. Also so, das höre ich so oft und das stört mich. Es stört mich einfach, Echt, das weil, juckt dich noch? ja, Das, das juckt also, mich wirklich. Das juckt okay. mich wirklich. Ja, also, ich weiß nicht, wie bist du das? Hat dich das mal gejuckt oder hat dich das noch nie gejuckt? Also meine Einstellung, und das ist auch eigentlich schon immer so meine Einstellung gewesen, No, ist, okay. dass ich, weil ich bin selbstständig gewesen, bevor ich vom Schreiben gelebt habe und bevor ich überhaupt das erste Buch geschrieben habe. Und mein wirtschaftliches Ding ist, dass ich halt schaue, dass das für mich in einer Art und Weise auch wirtschaftlich funktioniert, die sich mit dem deckt, was ich als mein Lifestyle gern hätte. Und ich bin jetzt nicht der Typ mit dem neonfarbenen Lambo oder sowas, weil mich das originär echt nicht interessiert. Mir könntest du so ein Ding vor die Haustür stellen und ich würde sagen, bitte park das woanders. Ich möchte lieber Wiese haben oder sonst was. Interessiert mich halt nicht. Ist völlig cool, wenn das einen interessiert. Aber ich habe halt andere Sachen, die mich interessieren. Und nicht alle davon, und eigentlich die wenigsten davon, sind finanzieller Natur. Das ist das eine. Ja. Was mich auch nicht interessiert, ist Wahrnehmung außerhalb meines Kundenkreises. In dem Sinne, und das ist ja genau das, was passiert. Leute kennen dich nicht, Leute haben keine Ahnung vom Buchbusiness, aber eine Meinung, Ja, die genau. aber nur auf Schwachsinn Ja, basiert, weil genau. sie halt die Fakten nicht kennen. Ja. Frage, warum sollte mich die Meinung dieser Leute interessieren?
Aus welchem Grund? Was bringt dir das Ja, persönlich? Ich ich sage also ja, das ist klingt eine jetzt Ego-Sache. ja und das habe ich irgendwann mal so ziemlich als Feind Abgelegt. identifiziert. Das ist der stille Feind. Ich finde, das Ego ist der Ja, stille Feind, stimmt, ja. weil das Ding ist, Ego ist auch was, was ich äußern kann in diesem inneren Kritiker. Das kennst du ja vielleicht auch. Den habe ich ja Das auch ist noch. auch, das ist auch fein. Den habe ich auch. Der sagt mir zum Beispiel: Alter, vielleicht solltest du mal nicht im Halbschlaf hier noch tippen. Machen wir Schluss, mach morgen weiter, weil das wird gerade Grütze. Das ist eh Okay, nett zu dir. hat er recht. Aber wenn er dann sagt, den Satz nochmal und hier nochmal gucken. Und ich gucke dann in meinem Wordcount, dass ich in den 5 Stunden irgendwie 2 Seiten geschrieben habe. In 5 Stunden. Dann sage ich, ey Kritiker, hier, weißt wo dein Platz ist, unten im Keller, da kriegst du jetzt mal hin. Und dann schreiben wir das Ding erstmal fertig und dann, der kommt ja von allein eh wieder raus. Er findet immer den Weg aus dem Keller, wo ich ihn immer einschließe und taucht dann wieder auf. Aber das ist ja auch so ein Ding, das geht ja schon los mit dem Vergleichen mit anderen. Weißt du, ich will nicht der nächste Fitzek und auch nicht der nächste Stephen King Nee. sein, weil ich finde, die sind super in dem, was sie tun. Die sind gut darin, Sebastian Fitzek und Stephen King zu sein. Die haben ihr ganz eigenes Leben, ihre eigenen Probleme, ihre eigenen Erfolge und ich will halt meine und nicht die von Ja. irgendwem anderen. Und deswegen interessieren mich Vergleiche insofern nicht. Darf man nicht missverstehen. Der Markt im Sinne von die Leser meiner Zielgruppe interessieren mich durchaus. Aber Rezension ist bei mir genau dasselbe Thema. Ich bin dankbar für jeden, der eine Rezension schreibt, um anderen Lesern mein Buch näher zu bringen oder auch zu sagen, hat mir überhaupt nicht gefallen, im Sinne von, hier ist eine Empfehlung. Weil ich habe halt nur einen Klappentext zur Verfügung und das ist ja immer das Werbeversprechen vom Autor. Aber wenn ein Leser sagt, das hat mir gut gefallen aus dem und dem Grund, das hat mir nicht so gut gefallen aus dem und dem Grund, freut mich das super sehr für andere Leser. Mir selber bringt die Information aber überhaupt nichts, weil ich nicht in der Zeit zurückgehen kann und das Buch nochmal schreiben und das auch nicht machen werde. Ich werde das nächste Buch schreiben, ich nehme das gern dankend an und dann entscheide ich für mich, weil am Ende ich bin derjenige, der es kreiert. Ich bin derjenige, der dafür gerade steht und nicht der Derjenige, der da eine Meinung geäußert hat. Und ich werde auch nicht hergehen, selbst wenn das irgendwie dann ein Sterne-Rezi ist. Das ist ja gerade zu Beginn eines Buches oder auch wenn es das erste oder zweite Buch ist, sowas kann einen ja tödlich treffen. Und das hatte ich auch. Also das hat Ja, mich schon das war am alles Anfang mal schlimm, gejuckt. ne? Das ist richtig übel gewesen. Du guckst jeden Tag rein. Der Tag ist Nö. gerettet mit der nächsten 5-Sterne-Rezi. Wenn es eine Ein-Sterne-Rezi ist, der Tag komplett im Eimer. So, Drei ich Tage im kenne das. Eimer. Mindestens, genau. Ich kenne das. Ich habe aber irgendwann festgestellt, das bringt mich nicht weiter. Ja, das Und dann habe ich auch. Ja. habe ich mir das abtrainiert, würde ich so Ja. sagen. Anders kann man es eigentlich nicht sagen. Und wie gesagt, unterm Strich ist für mich nur entscheidend, dass das sich für mich wirtschaftlich so rentiert, dass ich weiter vom Schreiben leben kann. Und der Rest ist Bonus. Ja. Wenn es überdurchschnittlich gut läuft, ist es fein. Aber das ist mein Ziel und das ist für mich auch ein total realistisches Ziel, weil ich das jetzt schon so um die 10 Jahre lang mache. Also denkst du auch, dass im Self-Publishing oder eben auch auf Amazon, dass man da um einiges mehr verdienen kann als im Buchhandel? Das würde ich nicht pauschalisieren. Wenn du Stephen King bist, verdienst du im Buchhandel deutlich mehr als im Ja. Self-Publishing, weil das Ja. einfach andere Aber im etablierte Strukturen Durchschnitt sind. so. Den Da Durchschnitt von denen, die im müssen wir mal die Buchhandel Statistik erscheinen. machen. Den entscheidenden Unterschied finde, die Wahrscheinlichkeit, sagen wir einfach davon leben zu können, also ein monatliches Gehalt zu produzieren, was ungefähr dem entspricht, was man kriegen würde, wenn man in einem vernünftigen Job halt arbeiten geht. Also vernünftig meine ich halt keinen Mindestlohn, wo es dann hinten und vorne auch nicht reicht, sondern halt Ja. einen Job. Weil Ja. was wir machen, ist auch ein Job, letzten Endes. Und wenn man jetzt sagt, die Wahrscheinlichkeit, so ein Level zu erreichen, dass man davon leben kann, die ist im Self-Publishing ungleich höher. Und ist ja auch ganz Ja. logisch, weil du einfach einen Marktplatz hast, der voller Cover ist. Im Buchladen wird ständig gewechselt. Und da bist du, wenn du Glück hast, ich hatte das Glück auch mal mit dem ersten Krimi im Verlag, direkt vorne am Eingang bei mehreren Buchläden in diesem Bereich, weißt du, was das Eine kostet, einen Autor Auslage. dorthin zu bringen. Ja. Im Endeffekt, ich habe damit jetzt auch keine Millionen verdient. Und das Ding ist, aufgrund solcher Sachen, aufgrund auch der wirklich meines Erachtens völlig veralteten Struktur innerhalb von Verlagen und noch ein paar anderen Sachen, der gesamten Vertriebsstruktur und so, was alles noch auf dem Level von 1995 rumkrebst, ist die Wahrscheinlichkeit als Buchautor, sag ich als jemand, der 4 Jahre bei einem Verlag war und da auch nicht komplett erfolglos und auch mal die Seite gesehen hat, wie sieht das durch die Brille von Michael Zockers aus, sage ich, die Wahrscheinlichkeit dort überhaupt nur davon leben zu können, geschweige denn ein Mega-Bestseller zu werden, die ist viel, viel geringer,
als im Self-Publishing. Und im Self-Publishing hast du es in der Hand. Du Mhm. hast den kompletten Markt vor dir ausgebreitet. Du hast Kundenrezensionen. Du hast Statistiken. Wenn du drauf stehst, kannst du jeden einzelnen Autor stalken und Tag für Tag gucken, welche Position hat der jetzt. Und also wenn du so total detailbesessen bist, alles analytische Sachen, die im Buchmarkt des klassischen Buchhandels komplett fehlen. Komplett fehlen, ersatzlos nicht da sind. Ja, und das ist einfach, da ist relativ klar, wo deine Chancen besser sind als Autor. Die Chancen wohlgemerkt. Du kannst auch einen Mega-Hit landen im Buchhandel, das will ich gar nicht absprechen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist eher Ist viel gering. kleiner. Cool. Aber Ja. man macht's wie du und ist auf Amazon Publishing. Das hat ja auch so ein bisschen Best of Both Worlds irgendwo. Cool. Du, wir haben die Stunde gerissen. Ja. Das war sehr spannend, wie ich fand. Und ich hätte noch endlos weitere Fragen. Die würde ich aber mal vertagen. Hast du meinen ganz krassen Rap gerade mitbekommen? Das hat sich gereimt. Eine Frage hätte Super. ich noch. Bist du auf der Leipziger Buchmesse? Wirst du da sein? Ich bin auf der Frankfurter Buchmesse. Leipziger Ach weiß ich so. noch nicht. Kommt drauf Ach, an, wie mein komm Verlag da mal drauf ist. hin. Ach so. Da war ich schon mal. Du lässt dich da einladen. Gut, dann kann ich allen interessierten Hörerinnen und Hörern und Zuschauerinnen und Zuschauern und sonstigen nur empfehlen, dich mal auf der Frankfurter Buchmesse aufzusuchen. Was machst du da konkret? Gibt es da Signierstunde oder Lesung oder was machst du da? Es gibt am Samstag eine Diskussionsrunde, bei der ich Ja. mitmache, zusammen mit Elias Haller und Sag schöne Grüße dem Alexander Elias. Hartung. Ja, Den kenne den ich kenne ich ja persönlich noch auch gut. nicht. Aber sag ihm schon mal unbekannt schöne Mache Grüße, ich. Und am Sonntag habe ich eine Lesung cool. auf der Messe Naja. am Wenn das, Amazon-Stand. ja, wenn das nicht Steht mehr alles als im Programm. genug Grund ist, da hinzugehen, genau. Also wer lesen kann, ist auch hier gerade Ein als Leser Vorteil. Ja. klar im Vorteil. Vor Pflicht, ja. Herrlich. Ja. Schön. Also, dann bleibt mir erstmal für dieses eine Gespräch. Vielleicht setzen wir das an anderer Stelle mal fort. Ich hätte noch Material. Weiterhin alles Gute. Also, ich meine, bei dir ist das ja tatsächlich nicht nur so eine Floskel. Das ist, die Messlatte liegt hoch. Also, Ja. Ich denke nicht dran. ich find's beeindruckend, aber lass dich davon auch nicht kirre machen. Ich meine, das bringt ja auch Ja. nichts. Im Endeffekt Sagst du so muss es schön. Spaß machen, weil ein Ding, was ich finde, ich bin absolut überzeugt davon, dass du als Leser merkst, wenn der Autor keinen Spaß dran hatte. Wenn der Ja. dann irgendwie sagte, komm, das Ding muss fertig werden, jetzt nehme ich halt die erstbeste Lösung und so. Also ich bin absolut überzeugt, dass man das merkt. Bei dir merkt Also man, dass es Spaß nicht so würde ich ist. jetzt gar nicht so sagen, weil Spaß hatte ich eigentlich nicht beim Schreiben, aber Bitte? zumindest, dass man sich sehr reinhängt in das Ganze. Du hast keinen Spaß am. Okay. Nein. Wir müssen definitiv ein zweites. Wir müssen, also safe müssen wir ein zweites Gespräch machen. Ich würde aber ein bisschen Zeit vergehen lassen. Ich finde das super interessant, weil wir in so vielen Dingen so irgendwie komplett Anders gegensätzlich sind. sind. Aber ich finde das halt super interessant. Ich meine, was brauche ich Spannende. einen Gesprächspartner, der die ganze Zeit sagt, jo, mach Ja, ich ja, genauso. ja, ja. Ja, mach ich genauso. Und das war auch mal nett, aber Mensch, das ist der Wahnsinn. Also, zweites Gespräch, können wir direkt schon mal einen Termin ins Auge fassen. Aber für dieses Mal danke ich dir sehr herzlich, dass du Zeit hattest, dass du das kleine Späßchen Ja, mitgemacht hast. ich Und ja, danke fürs Hiersein, danke fürs Zuhören, Zuschauen daheim an dem Bildschirm, bis es wieder heißt Buchblase, der Podcast über das Leben, das Lesen und das Schreiben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.